Tim und Laura wollen in diesem Jahr an einem Schulprojekt teilnehmen. Aber an welchem? Tim schlägt vor, eine Schülerfirma zu gründen. Das findet nicht nur Laura toll. Aber wie funktioniert das eigentlich? Wer eine Schülerfirma gründen will, braucht Unternehmergeist. So wie Levi Strauss zum Beispiel. Vor vielen Jahren wollte er amerikanischen Goldgräbern Segeltuch für ihre Zelte verkaufen. Bemerkte jedoch schnell, dass die ganz andere Probleme hatten. Das brachte Levi auf eine neue Idee. Aus dem reißfesten Segeltuch schneiderte er Hosen, färbte sie ein und fertig waren die ersten Jeans. Die Nachfrage war so groß, dass Levi eine Firma gründete, die bis heute unter dem Namen Levi's erfolgreich Hosen verkauft. Auch Tim und Laura haben eine Geschäftsidee. Sie wollen Schulkleidung wie zum Beispiel T-Shirts und Hoodies entwerfen. Zusammen mit anderen Schülern planen sie, wer für das Design zuständig ist, wer die Organisation übernimmt und wer sich später um den Verkauf kümmert. So bekommt jeder die Aufgabe, die ihm am meisten liegt. Damit Tim und Laura wissen, welche Stoffe, Farben und Schnitte bei ihren Mitschülern am besten ankommen, entwerfen sie einen Fragebogen, den sie an ihre Klassenkameraden verteilen. Nun müssen die entsprechenden T-Shirts und Hoodies gekauft und mit dem Schullogo bedruckt werden. Dafür brauchen Tim und Laura Geld. Zum Glück haben die beiden auch hierfür eine gute Idee. Sie verkaufen ihren Eltern Stücke der Firma, sogenannte Anteile. Mit dem Geld, das sie dafür bekommen, können sie die Schulkleidung bezahlen. Und die Eltern haben auch was davon. Wenn die Schülerfirma erfolgreich ist, steigt der Wert der Anteile und damit die Beteiligung am Gewinn. Wie gut, dass heute Schulfest ist. Da haben Tim und Laura direkt die Gelegenheit, einige ihrer T-Shirts und Hoodies zu verkaufen. Die kommen super an. Tim und Laura haben wirklich Unternehmergeist bewiesen und außerdem eine Menge Spaß gehabt.